Willkommen zu einer weiteren Folge Halo 2 Anniversary in der Mission Halo Delta. Ganz am Anfang, wir schauen uns jetzt erstmal die Intros hin an und dann werden wir das so gut wie möglich schaffen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin ja, man kennt mich ja, ich bin ja nicht so der Profi da drin. Also, schauen wir uns erstmal ein kleines Video an. Oder auch nicht? Achso, oh, jetzt. Meldung. Beide Antriebskerne sind auf Null runter. Wir treiben ab. Schützenkapseln sind kalt. Wir müssen das System neu starten. Los, finden Sie raus, wo wir sind. Sorry für den Schnellstart, Sergeant. Sind Sie in Ordnung? Ich bin okay. Chief? Alles klar. Ma'am, da ist ein Objekt. Kommt jetzt in Sicht. Cortana? Was genau ist das da eigentlich? Das ist ein anderer Halo. Nochmal! Das hat mein Vater also gefunden. Ich dachte, Halo wäre so eine Art Superwaffe. Stimmt. Aktiviert richtet dieser Ring Zerstörung in galaktischem Ausmaß an. Ich brauche alle Informationen, die es zum Ersten gibt. Schemata, Topografie, was auch immer. Es ist mir egal, ob ich dazu befugt bin oder nicht. Ja, Ma'am. Wo ist das Ziel? Das Feindschiff steht oberhalb des Rings, Ma'am. Wir fliegen direkt darüber hinweg. Perfekt. Nach dem, was wir über diesen Ring wissen, ist es noch wichtiger, den Propheten des Bedauerns zu schnappen. Warum kam er zur Erde? Warum kam er her? Chief, erstes Platoon nehmen. Graue Landung, Landezone sichern. Sergeant, machen Sie zwei Pelicans bereit und folgen Sie ihnen. Aye, aye, Ma'am. Mitmischen kann, muss ich mich bedeckt halten. Außerhalb des Schiffs sind sie auf sich gestellt. Verstanden. Über dem Ziel in 5. Nicht den Helm verlieren. Ein bisschen lauter? Hab's geahnt. Diese Jokes. Leute. Diese Jokes. Die sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. So, wir gucken mal ein bisschen hier und so um, ne? Also wir sind jetzt einfach spontan hier gedroppt auf einen Halo. Weil wir es einfach können. So, jetzt haben wir, also wir haben Raketi. Ja, Raketenwerfer. Mit 4 Munition, 2 sind schon drin. Ich frage mich gerade, ist es so clever, damit Raketenwerfer wegwerfen? Ja, ich behalte, glaube ich, erstmal die Waffe hier. Die Grunts haben ja sowieso keine Schilder, ne? Die kann man ganz gut. Kann man ganz gut so wegballern. Würde ich mal so behaupten. Ja, ja, und da hört schon auf mit den Grunts, ne? Also ich würde den Raketenwerfer lieber aufbewahren für Energieschild, ist inaktiv, Entdeckung nehmen. Warum bekomme ich jetzt das Tutorial? Hä? Das Spiel ist so komplett merkwürdig einfach.
Vielen Dank für den netten Tipp, Spiel. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass mein Energieschild auch runtergehen kann, währenddessen ich schon längst in der 8. Mission bin. Ja, aber so langsam sollte ich das wissen. Oh, das ist einer von mir. Ja, kommt das jetzt jedes Mal? Dieser Hinweis, Energieschild ist down. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier so einen Snipe-Di-Dude. Also Stellung halten heißt einfach hier bleiben, oder wie? Scheinbar. Achso, Stellung. Oh, das sind nicht unsere. Der hat mich sofort. Jo, der hat mich gesehen. Hör auf mich zu sehen! Sehe ich genauso. Auf mich zu sehen. Hallo? Hat sich keit? Dieses verdammte Drecksraumschiff. Paff. Yo. Stirb. F. So. Wie sieht's aus? Noch irgendwo? Du ein Gegner? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich hab hier noch eine. Nee, ist tatsächlich einer von uns. Bin ich auch. Kann auch seine Waffe mir einfach klauen, aber ich finde die irgendwie nicht so geil, die Waffe, die Menschen immer haben. Die sind immer so, zumindest gegen die Allianz. Das ist immer so kacke. Das ist immer noch nicht. Ja, tatsächlich, sag bloß. Ey, der hat aber geschossen. Ah, es droppen wieder Leute. Ich finde das mit den Snipern noch nicht ganz geil, auch wenn ich jetzt nicht so der Sniper-Pro bin und das nicht so gerne. Ja, das Sniper-Gameplay, die so gerne mag, finde ich das jetzt hier irgendwie ganz gut. Weil ich auch gerade ganz gut bin. Hätte ich jetzt nicht gescoped, ne? Dann hätte ich so einen richtig krassen. Diese richtig krassen No-Scope. Was? No-Scope in Halo? Holy shit! Das ist ja noch nie vorgekommen. Alter. Ich könnte dein Vater sein, aber dieser Hund war schneller über den Zaun. Also ich könnte dein Vater sein? Sieht das so gar nicht ähnlich. Hier sind noch irgendwelche. Mein Radar zeigt Feinde an. Ah. Nein, du schlitzt! Oh! Holy shit! Alter, das war ein Schlitzer. Kann ich die. Wo hat er den gedroppt? Da! Bleiben Sie dort, bis der Pelican kommt, Chief. Der Pelican? Warte, ich. Also gegen den Schlitzer tausche ich wirklich alles, auch Raketenwerfer. Ich werde mich nicht beschweren, Sir. Tut mir leid, aber der Schlitz muss einfach, also man muss einfach Leute schlitzen. Das
ist einfach eine goldene Regel in Halo. Sobald man sich einen Schlitzer holen kann, ich hab jetzt klare Sicht. Da ist ein großes dann muss man sich ihn holen. Ich hab's auch gesehen. Sieht aus wie ein Tempel. Wäre ich größenwahnsinnig, würde ich mich dort aufhalten. Ein Tempel? Ah, hier ist auch ein Tempel. Oder eine Ruine her. Von einem Tempel vielleicht. Aber wir sollen wahrscheinlich weitergehen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder sollen wir diesen... Ah, wir sollen wahrscheinlich diesen... Ah, nee. Ja, Warthog. Auf geht's, wir gehen raus! Wilbert fahren? Ach nee. Nee, Wilbert ins Geschütz eher. Leute, ihr könnt so gut am Geschütz agieren. Das Problem ist nur, ich weiß halt nicht, wo lang. Also hier würde ich eher... Ich würde sagen, hier so eher nicht. Also... Bin mir nicht so... 100%ig sicher, aber... Steck doch ein. Volle Pulle und immer geradeaus. Ja, war nichts mit geradeaus, ne? Scheiße. Jo, das war halt das kurze Vergnügen mit einem Fahrzeug. Aber wo geht's denn lang? Ich glaube, von hier bin ich doch gekommen, oder? Bin doch nicht doof. Von hier bin ich gekommen. Ah, nee. Hier war ich gedroppt. Könnte ja sein, dass ich vielleicht hier lang muss, nach hinten. Oh, da wäre ich fast. Nicht den. Alter, diese Physik in diesem Spiel, ne? Holy shit. Also, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und meine Verbündeten auch. Faszinieren mich auch immer. Wie sie solche Sachen trotzdem überleben können. Okay, jetzt bin ich hier irgendwie blöd. Gedroppt. Vielleicht kann ich das Auto ja rennen. Das fährt man. Das ist Skill. Der Fahrskill. Wir fahren aber rückwärts. Okay, Leute, ich glaube, wir lassen das mit dem Fahrzeug. Das habe ich sowas von verkackt da gerade, dass ich glaube, ich dann lieber zu Fuß gehe. Problem ist einfach nur, ich weiß halt nicht, wo es lang geht. Ah, ich glaube schon. Hier lang, ne? Ja, definitiv nicht. Wo geht es lang? Vielleicht hier. Oh, da. Ah, geil. Ich hätte den Weg gefunden. Wir gehen zu Fuß. Ich wusste die ganze Zeit, dass es hier lang geht, ne? Auf unseren Warthog, außer sie wollen unbedingt laufen. Naja, ich habe keine andere Wahl. Den Warthog habe ich leider so ein bisschen... Ja, Also der existiert nicht mehr so richtig, würde ich mal sagen. Sind das so komische Ruckler, die ich habe überhaupt? Ganz merkwürdig. Manchmal so komische Mikroruckler. Ja, jetzt habe ich leider keine Waffe mehr. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Und ein paar Schlitzen. Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein.
Ja, und dann switchen wir einfach die Waffe. Und dann können wir wieder schießen. Aufpassen, Chief, da drüben sind Wraiths. Ja, cool. Wir schilden in der Käfig. Ja. Eventuell könnte das daran liegen, dass ich von drei Ghosts angegriffen wurde. Autsch. Aber die kann ich ja nicht schlitzen im Nahkampf, oder? Oder vielleicht doch. Kann ich Ghosts schlitzen im Nahkampf? Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein. Probier's mal aus. Den habe ich aus dem Ghost geschlitzt. Yo, das funktioniert. Das ist so ein bisschen... Es ist sehr, sehr doof. Die Steuerungen zum Ausfahren der Brücke sollten da drin sein. Aufpassen, Chief, da drüben sind Wraith. Easy! So macht man das. Einfach aus dem Ghost schlitzen. Ja, ich sag ja. Schlitzer immer mitnehmen. Der Schlitz, der gewinnt. Ja gut, da ist noch ein Gegner. Problem ist natürlich jetzt, drüben habe ich schon gesehen, ist ein Panzer, aber da müssen wir mal, also reinkommen wir sowieso mit dem Los nicht. Haben wir hier irgendwie, genau, mit 4 haben wir wieder Taschenlampe. Müssen wir irgendwie hier die Brücke wieder anmachen, ne? Alter, ich war schon wieder so, ich verstehe es teilweise nicht, warum hier das Spiel so ruckelt. Irgendwas wird mir komplett für den Arsch. So, hier mal nicht. Gut. Oh, das ist ein Ratsmitglied. Na, kannst du mich sehen? Guten Tag. Hm? Was sagst du jetzt? Panzer sind unterwegs. Das finde ich geil. Nur wo landen die? Weil mit dem Panzer das Ding. Oh, na, vielleicht außerhalb. Vielleicht nicht da vorne gleich. Ich würde so einen Panzer gerne nehmen. Wäre sehr schön. Ah, oh, ich sollte vielleicht da. Ich stehe genau in der Drop-Zone. Dann kann ich den Panzer da drüben von den Gegnern nämlich komplett zerstören. Da sehe ich mich. Vorsicht! Mücken? Ah, nee, ich glaube, der Panzer fängt da zu schießen, ne? War wohl nix, ne?
Ein Panzer, da sehe ich mich immer gerne. Den Kamikaze-Fahrer, den fand ich ganz geil von der Allianz. Der ist sympathisch. Tschüss. Noch irgendwer, der hier in der Luft mich abschießen will? Oh Mann, ey. Mein Panzer. Der raucht schon. Das kann doch nicht sein, Leute. Hey. Geh mal davon aus, jetzt kommt hier aber keiner mehr, oder? Ein Panzer raucht halt schon, das ist immer so ein unschönes Zeichen, wenn so ein Panzer raucht. Aber da ist es hart dunkel dran, ich glaube nicht, dass wir da rein können. Okay, wir können da doch rein. Mein Panzer schon, das ist natürlich ungünstig. Nein! Nein! Hört auf! Mein Panzer soll noch existieren. Oh, der geht doch gleich in die Luft, ja? Okay, Kontrolle gut. Man sieht halt leider nicht die Lebenspunkte von dem Panzer. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen schade. Ne? Könnte sein, dass er jetzt sofort beim nächsten Hit irgendwie in die Luft geht. Könnte aber auch sein, dass er beim nächsten Hit noch existiert. Ach, da geht's lang. Oh, lol. Also Licht wäre mal ganz geil. Achso, vielleicht ist ja Licht auch bei mir kaputt. Wer weiß. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir eventuell hier vielleicht sogar schon den Panzer gar nicht mehr brauchen. Wenn das die Panzerstrecke gewesen war. Ich hoffe mal, dass es so ist. Hui! Das war so nice. Hoch, oder? Oh, keine Ahnung. Der ist ja immer noch. Na! Kontrollpunkt. Also wenn du noch lebst, dann bist du hart im God-Mode. Ah ja, du lebst noch! Cheater. Ich lebe immer noch. Jetzt nicht mehr, okay. Da ist da ein neuer gekommen. Dich gesehen. Ich sehe dich. Du kannst dich nicht verstecken vor mir. Du brennst doch schon.
Brennen ist immer kein gutes Zeichen. Komm hier. Da ist noch was. Und da. Also lebt da jetzt noch was oder ist das alles? Da. Du lebst noch. Jetzt lebt aber bestimmt nichts mehr, oder? Geh mal davon aus, dass du mit dem Panzer hier nicht... Du lebst noch. Nicht mehr weiterkommen, oder? Ich glaube, jetzt sind wir hier komplett durch, ne? Und hier sind ja auch immer neue gekommen, ne? Den Kontrollpunkt. Das heißt, irgendwo gibt es einen Weg. Dahinter. Ah, da, doch. Wir kommen hier doch noch weiter. Aha, okay. Ich hätte gerne wie im Battlefield so ein Repair-Ding. Das wäre ganz nice, dass man dann einfach so wie im Battlefield dann einfach mittendrin so seinen Panzer reparieren kann oder so ein Fahrzeug allgemein. Das wäre ganz geil. Gibt's ja nicht. Ne? Wir spielen hier krass Halo. Ja, da gibt's so eine coolen, fancy Sachen nicht. Aber was es gibt, ist eine nächste Folge, nämlich beim nächsten Mal, am nächsten Tag. Da gibt's die nächste Halo-Folge. Ja, bleibt dran, haut rein, tschüss.